Wieder live Was Donnerstag. mag ich? Grüße euch. Und ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Ich hoffe, ihr auch. Ja, also es ist heute ein Thema, was uns immer, immer wieder begegnet. An uns selbst, bei anderen, sogar beim Schreiben. Dieser unaufhaltsame Redefluss. Und der wird sehr oft und sehr häufig gesteuert durch unsere Stimme, durch die Stimmhöhe, Tiefe. Man nennt es auch Entenschwänzchen, wenn so ein Satz einfach nicht mehr aufhört und ich immer und immer wieder weiterreden will, weil es einfach so viel Interessantes zu reden gibt und ich einfach nicht stoppen kann. Es ist wie ein Teufelskreis, weil nämlich dieses Entenschwänzchen immer, immer wieder in die Höhe kommt. Habt ihr es gemerkt? Es war ein endloser Satz, manchmal sinnlos dazwischen, aber er war einfach endlos. Und so ist es ganz häufig, wenn wir sprechen mit anderen. Ich kann natürlich mit mir selber sprechen, dann habe ich dieses Entenschwänzchen im Kopf. Aber natürlich geht es darum, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rede halte, oder wenn ich irgendwie etwas erklären möchte, Menschen erklären möchte, ich muss einen Punkt machen dazwischen. Es ist fürs Hören auch ganz wichtig. Der Zuhörer oder die Zuhörerin kommt ja gar nicht mit, wenn man so einen Endlossatz macht. Und sein eigenes Gehirn fabriziert ständig, 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 ich muss ja noch was sagen, ich muss ja noch was sagen, ich muss ja noch was sagen. Und dann kommt wirklich oft nur Nonsens raus. Also achte mal bei deinen nächsten Gesprächen darauf, dass du wirklich zum Abfallen kommst nach einem Satz. Punkt. Einen Punkt machen ist vielerlei auch fürs Leben übersetzbar. Auch hier lebt man einfach weiter, weiter, weiter. Aber man muss auch hier klare Punkte machen, klare Absätze, Entscheidungen treffen. Und nach einer Entscheidung gibt es einen Punkt. Und genauso ist es auch mit dem Satz. Auch ich bin ja Werbetexterin auch. Und da ist genau das gleiche Problem. Du kannst dich hinsetzen und kannst einen endlosen Satz schreiben und viele von uns haben den schon gelesen und dann weißt du am Schluss nicht mehr, was am Anfang gemeint war. Dann musst du ihn dreimal lesen, weil du sagst, ah, okay, das bezieht sich auf das Wort und es bezieht sich auf den Inhalt. Mach es kurz und prägnant, verständlich. Also ich habe gelernt, man soll schreiben, damit es jedes Kind versteht. Es gelingt mir zum großen Teil, aber manchmal ertappe ich mich natürlich auch dabei, dass ich denke, hips, dieser Satz ist aber sehr lange. Da musst du irgendwas nochmal ändern. Gut, beim Schreiben kann man es ändern. Wenn du aber gerade im Redefluss bist und du merkst, jetzt hast du dich aber wirklich verhaspelt und du kommst nicht mehr raus aus der Nummer, entweder richtigen Schnitt machen, sagen, okay, ich möchte das jetzt nochmal anders erklären. Es geht so und so, Punkt. Und nicht dann noch immer mit einem und hinterher hecheln, ja. Der Moderator sagte etwas über das schöne Wetter heute und ich bin gewillt, auch da hinauszugehen und zu sehen, was das Wetter bringt und wie die Wolken ziehen und ob es Regen gibt oder ob ich schwimmen kann. Oh, merkt ihr, das gibt ein endloses Geziel. Du kannst nicht mehr aufhören, weil du immer mit der Stimme nach oben gehst. Halte deine Stimme so oder andersrum, du musst deinen Geist so halten, dass du sagst, okay, ich spreche jetzt einen klaren Satz und dann ist Punkt. Und man kann sich dazu erziehen. Man kann einfach sagen, ich spreche jetzt den kleinen, klaren Sätzen, so dass es mein Gegenüber auch wirklich versteht und dann können auch Zwischenfragen kommen. Wenn du so einen langatmigen Satz machst, kann niemand dazwischen kommen und das ist manchmal auch mitunter sehr nervig. Hast du sicher auch schon erlebt, wenn du, ich weiß nicht, mit einer Freundin oder einem Freund sprichst oder einem Kunden? Und der oder die hört nicht auf.
Das ist wie ein Wasserfall, der einfach fällt und fällt und fällt und du kommst überhaupt nicht dazwischen. Du kannst nicht mal einen Schirm aufspannen. Geht gar nicht. Da muss man einfach dann mal rigoros unterbrechen und sagen, halt, stopp, ich möchte jetzt eine Frage stellen. Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Es fällt mir so oft auf. Auch an mir, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin da auch nicht ganz befreit davon. Aber man kommt schon immer wieder, also je öfter man nachdenkt drüber, desto eher kriegt man die Kurve. Desto eher kann man mit der Stimme wieder nach unten gehen und das Gegenüber weiß, aha, jetzt ist ein Thema oder ein Satz oder eine Idee beendet, dann kommt die nächste. Dazwischen habe ich aber eine Frage oder möchte auch was mitteilen. Also lass dem Gegenüber die Chance, dass er oder sie was sagen kann. Und ja, kontrolliert euch selber einfach. Ne? Immer wieder mal sich selbst hinterfragen, wie ist mein Redefluss? Wie ist mein Redeschwall? Bin ich zu stark im Schwadronieren und im Reden? Und vielleicht kommt da auch viel Blabla darüber hinaus. Also ich muss halt immer schauen, dass ich wirklich bei mir bin. Es gibt auch Menschen, die, wie es Michael Rossier so schön in seinem Buch schreibt, freisprechen, die einfach kein Ende finden. Die möchten ihr Thema so, also die möchten, nein, umgekehrt, die möchten in ihr Thema so viel reinpacken, dass sie überhaupt kein Ende finden und dann geht es immer weiter und immer weiter und immer weiter. Aber wie ich schon eingangs sagte, es ist dann wirklich schwierig, das geistig nachzuverfolgen, weil ich dann oft gar nicht mehr weiß, was am Anfang war. War am Anfang, habe ich den Sinn begriffen und gehört das, was am Anfang war, gehört das zusammen mit dem Schluss, den ich gerade gehört habe? Wie verbindet sich das miteinander? Oder sind das drei Themen in einem Satz? Also da ein bisschen achten drauf. Vielleicht hilft auch langsamer sprechen, weil wenn ich langsamer spreche, muss ich auch langsamer denken oder kann ich langsamer denken. Und wenn ich langsamer denke, dann kommt es nicht so verhaspelt raus. Dann habe ich nämlich zwischendurch auch mal Zeit zu überlegen, was ich als nächstes sage. Und dazwischen mache ich einen Punkt. Und den mache ich jetzt auch. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, schönes Wochenende. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Und bitte überlegt euch doch mal, was ihr für Fragen habt. Was wollt ihr gerne wissen über Stimme, Ausdruck, Haltung? Ich möchte auch ganz gern mal euer Feedback hören. Ich möchte ganz gern wissen, was euch bewegt. Denn Stimme ist wichtig. Das wissen wir, glaube ich, doch alle. Wir überlegen oft nur zu wenig dazu. Und nehmen die Stimme einfach so als gegeben hin, aber dass sie unser wichtigstes Kommunikationsmittel ist, habe ich ja auch in einem Video neulich gesagt. Und der Meinung bin ich und werde bis ans Lebensende sein. Ja, also sagt mir gerne eure Fragen, schreibt sie mir auf, sprecht sie auf, ist egal. Mich interessiert das auch, was euch interessiert und ich möchte natürlich euch auch da unterstützen. Ne? Dafür ist diese Seite, dafür ist auch dieses Live-Video und das wäre doch schade, wenn ihr euch das entgehen lasst. Ja, so, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr es verbreitet, natürlich, oder wenn ihr Leute einladet in die Fanpage oder in die Gruppe, freue ich mich auch drüber. Macht das und wir sehen uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gut bei Stimme und liebt eure Stimme. Tschüss.